Ahoi und willkommen zurück bei unserem kleinen Let's Play. Bei unserem kleinen süßen Wiesel. Genau. Wir sind ins nächste Level reingejumpt in der letzten Folge. Das war das letzte, was wir noch gemacht haben. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, um den letzten, vorletzten Boss zu besiegen. Und dann natürlich auch noch den letzten Boss hier in dieser Folge zu terminieren. Bis jetzt hat es ja ganz gut geklappt. Mal schauen, ob uns das genauso gelingt. In den... Oh, da haben wir ihn geslappt. In dieser Episode meine ich natürlich, ob uns das da genauso gut gelingt. Und das werden wir sehen. Wir nehmen natürlich alle Nebenräume mit. So dass wir alles von dem Spiel gesehen haben. Also, es wird auf jeden Fall... Ich werde auf jeden Fall nicht noch mit einem anderen Charakter das Ganze hier durchspielen, weil das wäre einfach zu viel. Ich meine, wir haben alles einmal gesehen. Was noch schön wäre, wäre, wenn sich doch tatsächlich noch die Burgen wenig verändert. Das wäre noch schön. Ich meine, wir hatten jetzt... Also von der Szenerie her hat es sich, ich glaube, noch nicht einmal verändert. Ist nicht schlimm, aber wäre noch schön. Das würde mir noch gefallen. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Und auch so ist das Game total sehenswert. Wir gehen natürlich in jede Ecke, habe ich gesagt. Und das ziehen wir natürlich auch ganz straight durch. Oh, dahin geht es noch weiter. Ja, dank der... Oh! Haben wir doch bestimmt... Genau, das dachte ich mir schon, dass hier eine Armbrust drin ist. Wir nehmen die in die E natürlich. Warte, nochmal kontrollieren. Genau, es ist nämlich schon... ziemlich dunkel hier. Deshalb sehe ich nicht mehr richtig auf meine Tastatur. Aber Blitzi, wieso hast du denn keine beleuchtbare Tastatur? Entschuldigung, ich bin Student, ich habe kein Geld. Oh, können wir hier runter? Nein, können wir nicht. Oh. Anscheinend sind wir angekommen in einer dunklen, auf einem dunklen Höllenpfad. Aber auch diesen Weg. Was? Was? Sterbe ich gerade? Ich glaube, ich bin runtergefallen. Hilf mir! Okay. Versuch 2. Wir sind angekommen auf einem dunklen Höllenpfad. Müssen diesen Weg entlang schreiten. Vorsichtig jetzt. Genau. Aber auch diese Aufgabe meistern wir halt wie von unserem Sensei vorgesehen. Mit einer unglaublichen... mit einer unglaublichen... Präzision? Genauigkeit? Mit einer unglaublichen... nein. Mit einer unglaublichen Packung an Mut und an Courage stehen wir auch dieses Abenteuer durch. Um auch das Ganze hier für unsere beiden Freunde, das Nashorn und das... Was war das letzte? Und das Rentier? Nee, Rentier nicht. Mitzubekommen. Ich glaube, es geht hier weiter. Das möchte ich aber noch gar nicht. Denn auch für diese beiden müssen wir kämpfen. Wir allein haben uns aufgemacht. Obwohl, ich glaube, man kann das auch im Multiplayer-Modus spielen. Was eine ziemlich coole Sache ist, natürlich. Aber... ich habe ja leider keine Freunde. Und deshalb spiele ich das hier alleine für euch. Das ist in Ordnung. Ah, Spaß. Nein, ich spiele es alleine. Und deshalb sind wir leider nur dieser eine hier. Natürlich, diese Kiste wollte ich noch. Ich weiß gar nicht, was uns die Buffs so richtig nutzen. Ich meine... bis jetzt kommen wir relativ
easy durch, wenn man es so will. Das passt schon alles. Haben wir hier noch irgendwie eine Platte oder so, die ich nicht sehe? Bam. Okay. Was? Ich bin ein Genie. Ein um die Ecke Schießer. Ein Talent. Was kann denn mal noch sein? Ein großer Scharfschütze. Ein 360 No-Scoper. Face Clan. Member. Was weiß ich. Oh! Da habe ich, glaube ich, gerade eine Welle an Monstern losgetreten. Das war, glaube ich, eine kluge Entscheidung, sie da hinten schon wegzulassen. Und da hinten schon zu befeuern. Genau. Die. Fatality. Aber hier war doch noch... Genau. Halt. Da vorne ist doch noch eine Tür. Die muss man da irgendwie aufmachen können. Irgendwie aufbekommen. Da. Da hat man mich ausgetrickst. Da hätte ich fast hier die Axt. Die Axt. Jedes Mal ist es die Axt. Da hätte ich fast diesen wunderschönen Bogen noch liegen lassen. Diese wunderschöne Armbrust. Jetzt haben wir zwei leuchtende rote Armbrüste. Er hat Brüste gesagt. Okay, reicht. Das Niveau dieses Let's Plays sinkt ins Bodenlose. Frage, wie geht's hier weiter? Okay, hab's kapiert. Diese Gauner! Man hat dich belogen! Ach du, Kreatur! Oh, es leckt. Lasst mich ein, ihr Gefreiten. Oder auf Deutsch, get wrecked. Ha, Spaß. Halt. Kommen wir hier durch? Hier an der Seite? Ja, genau. Oh. Und so einer kleinen... Oh, ich wollte gerade sagen, von sowas lassen wir uns natürlich nicht aufhalten, aber von sowas schon. Oh, wir sind fast tot. Ich habe natürlich jetzt nicht mit dieser Masse an Monstern gerechnet. Hey, warum trifft er mich immer? Are you a wizard? If yes, stop it. Was? Oh, könnt ihr bitte endlich sterben? Danke. Now finally die, Agent Creature. Oh. Ah, es leckt. Was soll's. Wie jetzt? Ich dachte, ich hätte schon alle. Ich war schon total freudig. Ich dachte, vielleicht stehen da noch zwei rum, ja. Aber doch nicht so viele. Aber wir haben natürlich noch hier den... Nekromanten, dann ist ja natürlich logisch, warum die wiederbelebt wurden. Sterbt nun endgültig, ihr Kreaturen. Okay, hätten wir das auch. Ich würde sagen, wir gehen zuerst nach oben, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, ob es da weitergeht oder ob es da unten weitergeht. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Oh! Jungs, nicht jetzt. Schlechter Zeitpunkt. Aber hier kann ich euch natürlich bekämpfen. Haben wir die auch? Frage ist nur, was hat uns das jetzt gebracht, dass wir da oben das freigemacht haben? Ist da irgendwie noch ein Anschlussraum oder sowas? Habe ich irgendwas verpasst? Hier hinten vielleicht? Nein? Oder hier unten? Nope.
Haben wir vielleicht da unten was geöffnet? Ist es noch aktiviert? Ja, ist es. Okay. Dann geht's mal straight nach Süden. Sozusagen. Ich hoffe, wir haben jetzt hier das Richtige getan. Ah, hier. Schaut mal. Wunderbares Level-Design. Ach so. Hier ist auch noch einmal diese Prüfung von den... Ah, da habe ich sie gleich beide dran gekriegt. Ah, da kenne ich nix. Stirb nun. Du hast deinen Dienst vertan. Okay, jetzt muss ich ja bestimmt irgendwo was geöffnet haben. Und zwar hier. Genau, das dachte ich mir schon fast. Und wir kommen in letztes Level. Recommended Level 19 bis 20. Wir schnappen uns den Schatz. Und sind dann ja schon wieder fast durch. Ja, das liebe ich so an diesem Spiel. Man spielt sie ganz kurz. Sie dauern nicht lange. Und schon ist man durch. Aber wunderbar. Also, macht sehr viel Spaß. Wie schon beim letzten Spiel. Einfach ein bisschen nebenbei spielen macht unglaublich viel Spaß. Einer der Gründe, warum ich das Let's Play so liebe. Wenn man einfach so spielt. Es macht einfach Spaß. Und ich glaube auch, dass es nicht das Richtige ist, wenn man das Hobby, zum Beispiel das Spielen, zum, naja, was heißt mehr als ein Hobby macht. Ich glaube doch, dass das Ziel eines jeden, der auf YouTube anfängt, so auch meins, es vielleicht ist, irgendwann mal damit vielleicht ein bisschen was zum Lebensunterhalt dazu zu verdienen. Weil man vielleicht doch nicht ganz zufrieden ist mit dem BAföG, was man nur bekommt. Und sich da noch ein bisschen aufwerten will. Ich glaube doch, dass das ein Ziel, also zumindest das Ziel eines jeden ist, der da auf YouTube anfängt, etwas zu machen. Und deshalb glaube ich einfach, dass es... Wo wollte ich gerade eben ansetzen? Jetzt habe ich mir glatt vor lauter Erregung... Nein! Vor lauter Spielen meinen Satz vergessen. Genau, das ist aber sozusagen dann immer noch Spaß machen sollte. Also ich glaube, wenn einem, wenn man das Hobby zum, ich sag mal, Beruf macht oder zu etwas macht, wo man etwas mit verdienen will, dann sollte es trotzdem immer noch Spaß machen, weil sonst denke ich, zumindest meine ich zu denken, dass es sonst einfach keinen Sinn hat. Zumindest würde es für mich keinen Sinn machen. Einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, dass dieser Kanal grundsätzlich mit Videos gefüllt wird, wenn ich Lust drauf habe. Und im Moment habe ich richtig viel Lust, wie ihr seht. Schade ist nur, dass noch nicht alles so läuft. Aber ich habe immerhin schon herausgefunden, wo das Problem liegt. Denn es liegt nämlich tatsächlich doch nicht an meinem Prozessor und an meinem Mainboard, wie anfangs gedacht. Sondern vielmehr an dem Speicher, meiner Speichervariation, auch genannt Festplatte. Genau, dort liegt das Problem, habe ich rausgefunden. Und deshalb werde ich mir in den nächsten paar Monaten... eine neue Festplatte zulegen, zunächst. Bis dahin wird es halt sowas hier auf jeden Fall geben. Ich würde es auch gerne noch danach machen, tatsächlich, weil es mir sehr gut gefällt. Aber auf jeden Fall wird es bis dahin kein Tomb Raider mehr geben. Oh Gott, ich glaube, ich reite mich hier immer mehr in den Mist rein. Ich merke es gerade gar nicht so richtig. Wird es bis dahin auf jeden Fall leider Gottes kein Tomb Raider mehr geben. Also muss ich euch leider ein paar Monate vertrösten. Das tut mir sehr leid. Aber ich denke, ihr habt da Nachsicht mit mir. Weil ich glaube, dass sowohl ihr als auch ich zusammen ein gutes Let's Play genießen wollen. Und ich euch auch erst das zumuten möchte, wenn ich euch dieses bieten kann. Weil vorher, glaube ich, macht das für keine der beiden Parteien Spaß. Weder für euch noch für mich, wenn das Ganze hier nicht hinhaut.
Aber ich kümmere mich darum, das wird behoben. Und dann werden wir endlich wieder weiterspielen. Aber jetzt spielen wir gerade das hier. Mehr oder minder erfolgreich. Und machen unseren Weg hier durch. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht schon weiter, wo ich noch nicht weitergehe. Ich glaube, hier geht es dann nachher weiter. Oder? Ich schaue mal kurz noch in den Raum hier runter. Ich bin mir immer nicht sicher. Ich muss dann dran denken. Ich würde gerne alles mitnehmen bis zum letzten Endboss. Ich glaube nämlich, dass es hier dann... Ja, hier geht es dann weiter. Da gehen wir erstmal dort hoch. Über diese Tore, die da aus der Wand schießen. Machen wir uns da mal unseren Weg. Bahnen wir uns unseren Weg nach Norden. Wie soll das funktionieren? Ich weiß es nicht genau. Ah. Ah, schade, so geht's nicht. Ich dachte, ich kann das Spiel ein bisschen ausdrücken. Ich will aber darüber, das ist eine große Kiste. Fährt er automatisch aus oder mache ich gerade irgendwas falsch? Ah. Ich glaube, jetzt fährt er nur den unten aus, genau. Jetzt fährt er ihn nicht aus. Doch. Okay, hä? Ich kapiere den Algorithmus nicht ganz. Jetzt fährt er nicht aus. Nein! Ich will hier nicht sterben. Das nehme ich in Kauf, um hier rüber zu gelangen. Sehr gut. Noch eine neue Armbrust. Ja, das ist egal, wo wir sie hinhauen. Okay. Puh. Das stresst einen. Unglaublich. Aber jetzt haben wir dafür diese neue, coole, blau schimmernde Armbrust. Das gefällt mir. Da gibt es doch glatt ein Like. Und ich glaube, wir müssten langsam schon zum letzten Boss kommen. Nummer 1, Nummer 2. Ich glaube, wir sind da. Liebe Blitzianer, Spaß. Liebe Abonnenten, wir widmen uns dem letzten aller Bosse. Der Spinn beschwört. Warum auch immer er das tut. Ich glaube aber, da haben wir jetzt... Oh je. Könnte er uns nicht wenigstens noch... Nicht wenigstens noch ein paar von seinen Heiltränken geben. Die hat er da bestimmt hier irgendwo gelagert. Frage, gehen diese Schundflecken da auf dem Boden auch wieder weg? Nein. Doch, zum Glück. Epische Musik. Ja, das ist ein Heiltrank. Ich brauche Heiltränke. Bei der nächsten Runde. Ich komme hier nicht durch. Ah! Hilfe! Ich werde von kleinen, süßen Spinnen verfolgt. Hört ihr meine Hilfeschreie denn nicht? Ihr Unwürdigen. Oh! Da! Endlich. Oh! Er zieht mir viel zu viel ab. Ich glaube, hier ist man dann doch gut beraten, wenn man den Fernkämpfer hat. Weil tatsächlich, ich glaube, dass es hier ein Tod ist, wenn man nah ran muss. An dieses Biest. So, stirb doch! Kreatur der Tiefe. Was auch immer du nun darstellen magst. Ich weiß es nicht. Aber ich will es auch theoretisch gar nicht wissen.
Oh ja. So sterbt alle, ihr schrecklichen Schnecken, die ihr euch uns in den Weg stellt, mir und meinen Abonnenten, er zum Equippen. Und sind wir durch oder war das nur ein kleiner Zwischenboss? Nein, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen und finden den legendären Schatz. In the chest they found a hideous hat. Have they fought through the dungeons just for that? The weasel was angry and the deer's heart sank. The rhino's expression remained all blank. Enraged, the weasel turned around. In tears, the deer fell to the ground. The rhino then remained in place. Perhaps the hat was worth the chase. He put the hat upon his head. His eyes lit up and glowed bright red. The castle shook with an evil roar. The rhino was himself. Oho, da sind wir durch. Durch Lair of the Mad Hat. Was jetzt genau mit dem Rhino passiert ist, ich glaube, es ist doch der neue Herrscher dort geworden. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Wir werden es nie erfahren. Ihr könnt es ja vielleicht mal nachlesen. Aber ich glaube, es reicht schon so wie es ist. Hier nochmal kurz die Credits, weil sie so kurz gezeigt wurden. Danke für dieses wunderbare Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr kurz, sehr knackig, sehr wunderbar. Ein tolles Spiel. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn wir solche schönen Spiele hier spielen. Ich suche wieder was Wunderbares für euch raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir wieder Let's Playen. Lasst doch Kommentare und Daumen da. Wenn es auch einer nach oben ist, würde es mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Blitzy out.